Ja, und sowas hatte Latein wie ich. Ich habe da das Video noch mal kurz reingeschaut. Ich habe die 4 für eine 6 gehalten. Naja. Gut. Dann können wir jetzt noch mal rein in die Katakomben. Da gibt es auch noch Musikrätsel und ich bin sowas von unmusikalisch. Ich höre Rammstein, das reicht doch als Antwort. Komm, mach hinne da. So, da sind wir reingegangen. Haben wieder rote Augen. So, nimm den Haken mit, den brauchen wir gleich. Ich hoffe, die Weinflasche ist voll mit Wasser. Gott sei Dank, das habe ich nicht vergessen. Ich hatte keinen Bock, nochmal das alles zu machen. So, und jetzt zieh noch mal da dran. Tja, das war die Weinflasche, die zerbrochen ist. Ich glaube, hier lang musste ich. Richtig. Schauen wir uns das mal an. So, wo steht denn diesmal, wo da gerade richtig beschrieben ist? Ja, komm, mach. Ja. Tagebuch des Kaufmanns oder das Telegramm? Tagebuch Kaufmann. Oder das Telegramm. So. Jetzt zeige ich euch, wie man den Haken braucht. Zum einen wollen wir verhindern, dass die falschen Leute die Gralbeschreibung wissen, wo die richtige Gralbeschreibung ist. Und zum anderen müssen wir den Raum, der dort drüber ist, vom Wasser befreien. Ah, benutzt doch einfach die Leiter. Gehe zur Leiter dann. Dann gehe zur Leiter eben. Du stehst ja schon da vorne, wie willst du da hingehen? Gott, du bist so unlogisch. Ja, hier ist der Raum. Und da unten ist das Loch. Schau, Loch. So, was haben wir hier? Weiter. Genau. Das müssen wir nämlich auch noch machen. Da kommt die rote Kordel rein. Und jetzt lassen wir nämlich, glaube ich, eine Zugbrücke runter. Sieht man jetzt an der Kette, wenn ihr euch die Bewegung der Kette anschaut. Das geht runter. Und wenn man jetzt nochmal drückt, dann könnt ihr beobachten, dass die Kette sich nach oben bewegt. Da ich aber weiß, dass die Brücke nach unten muss, drücken wir das Ganze jetzt nochmal, weil es so lustig war. So, damit hätten wir das auch erledigt. Es ist gut, dass wir das schon erledigt haben. Jetzt gehen wir hier unten lang. Nach oben, nach oben, nach oben, nach oben, nach oben. Dann nach rechts, rechts.
Ja, schau an Gral-Tagebuch. Dies ist die korrekte Stellung. Dieser hier bedeutet sicherer Tod, sehr seltsam. Also, wir brauchen König, Drachen und Z-Dingen. König. Da ist das Z-Ding. War das der König? Mal gucken, was es noch für Symbole hier gibt. Das ist ein Drache. Ja, den brauche ich gerade nicht. Das brauche ich. Nein. Nein. Bingo. Und weiter geht's. Nein. Mal schauen, wie viele Videos ich hierfür brauche. Noch nehme ich Wetten an. Ja, hier ist die Brücke, die wir runtergelassen haben. Hier ist die Kette. Ganz durch. Nein, ihr wolltet ja wieder nicht auf mich hören. Also lacht nicht so laut. Gut, ihr habt bestimmt gerade nicht gelacht, weil es nicht lustig war. Ja, hier ist jetzt das tolle Musikrätsel. Düppüppüppüm. Das ist ein Manuskript der Äbtin Hildegard von Bingen. Es benutzt eine unbekannte Notation. Ich bin nicht sicher, warum es immer nur sechs verschiedene Noten gibt. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 Schädel. 1, 2, 3, 4, 5. Gut. Ich habe keine Ahnung. Musikalisch war ich noch nie so begabt. Drücken wir den erstmal zweimal. 1. 2. Dann einen überspringen. Dann springen, dann der ja. Dann der daneben zurück. Dann der daneben wieder. So. Düt, düt, düt. Ach so, das ist, weil ich es nicht so schnell genug gemacht habe. Ja, ich mache mir eben fünf Linien. 1, 3, 4, 5. Das ist, weil ich es nicht schnell genug gemacht habe. Okay. So, 1, 2. Dann kommt da eine hin, da und da. So. Das bin ich jetzt mit 6 Noten. Der. Dann der. Dann. Na. Der. War sogar richtig. Passt ja genau. Ich mache jetzt hier wieder einen kleinen Schnitt und dann sehen wir uns gleich wieder.